Ich habe mir gerade so unfassbar geiles Frühstück gemacht. Guck dir das bitte an. Das sieht so gut aus. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Wir haben gestern so viel Räuchertofu gekauft und dachte ich mir, kann ich es auch frühstücken? Mmh. Oh mein Gott. Das ist unfassbar lecker. Ich dachte, ich filme heute mal wieder ein bisschen mit. Ich habe gleich Uni in 20 Minuten, habe aber ja, wie ich schon erzählt hatte, alles online. Und ja, ich habe gleich das erste Mal mein Praxisprojekt für dieses Semester. Das ist irgendwie Grafikdesign. Ich bin mal gespannt, was das heißt und was da unsere Aufgabe wird. Danach habe ich Designgrundlagen anwenden und kombinieren. Da haben wir schon drei Aufgaben, also wir haben ja immer vier Aufgaben, die wir abgeben müssen. Drei davon haben wir schon erklärt bekommen. Die erste war, dass wir eine Illusion schaffen sollen. Das habe ich schon gemacht. Das kann ich dir später mal zeigen, weil ich finde es so genial. Es ist so gut geworden. Da, 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 da. Da, 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 da. Das zweite war, dass wir Licht und Schatten darstellen sollen. Ich war gestern in der Stadt und habe ein bisschen da versucht zu fotografieren. Ich weiß nicht, ob in der Nachbearbeitung ich da noch was rausholen kann, weil die Bilder, die ich jetzt so gemacht habe, sind von der Perspektive einfach nicht so gut. Und ich glaube, wenn man da einen Schwarz-Weiß-Effekt drüber macht, dass es dann vielleicht cooler ist. Also, das ist halt eigentlich auch ganz cool, weil es einfach aussieht wie Streifen, aber schwarz-weiß ist, aber das ist die Perspektive halt so ein bisschen verzerrt. Da muss ich dann mal in der Nachbearbeitung schauen, das mache ich auch heute Mittag. Und ja, das sind gerade meine zwei Module, weil die anderen haben noch Printproduktion, von der ich befreit bin, weil ich es anerkannt bekommen habe und das macht mich so glücklich, wirklich. Ich habe dadurch so viel weniger Uni, weil das anscheinend eine Vorlesung und Fachcoaching ist. Also ein doppeltes Modul und ich habe einfach das anerkannt bekommen. Ist schon geil. Leute, wisst ihr, was ich meine mit die IU ist verpeilt? Wir sind jetzt seit 10 Minuten in diesem Call und die Dozentin taucht halt einfach nicht auf. Und das passiert manchmal, wenn die Stundenpläne falsch eingetragen werden, was anscheinend nicht selten vorkommt. Und das meine ich mit, das ist einfach keine gute Uni. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt noch kommt oder ob wir gleich gesagt bekommen, dass die Veranstaltung dann anders ist oder später ist, aber das ist ein Joke, also what is happening here? Okay, also meine Dozentin ist bis jetzt immer noch nicht aufgetaucht. Keine Ahnung, was da los ist. Ich werde jetzt mal das Bild mit Schatten und Licht bearbeiten und gucken, ob das gut ist oder eher nicht. Ich habe gerade außerdem mein BAföG angerufen und Leute, das ist so ein Joke. Ich warte seit 8 Monaten da drauf. Ich habe im Oktober oder so. Ich habe Ende August beantragt. Also nochmal von vorne. Ich bereite mich gerade für das nächste Modul vor. Weil das jetzt ist wirklich ausgefallen, die ist nicht mehr aufgetaucht. Also die ist einfach nicht gekommen, unsere Dozentin, keine Ahnung, was da los war. Aber ich habe jetzt gleich nochmal Designgrundlagen anwenden und kombinieren. Und die Aufgabe 3 heißt, dass wir mit Papier irgendwie was erschaffen sollen, wo dann auch dieses Licht und Schatten nochmal Thema sein soll beim Fotografieren. Und ich suche mir gerade einfach nach Inspiration. So mache ich das eigentlich immer, wenn ich ein Designprojekt von der Uni bekomme. Und eigentlich auch auf der Arbeit, wenn ich Zeit dafür habe, dass ich einfach erstmal Inspiration suche, mir suche, was könnte passen, was gefällt mir. Und dann scrolle ich einfach
durch Pinterest und denke mir so, was könnte ich machen, was könnte cool aussehen mit Licht und Schatten, was ist nicht zu schwer. Und ich habe da jetzt als Schlagwort zum Beispiel einfach Papierkunst eingegeben. Und ja, ich glaube, jeder weiß, wie Pinterest funktioniert. Man drückt auf ein Bild drauf, das schon in die Richtung geht und dann kommt man immer weiter in die Bilder, die man cool findet. Das hier ist zum Beispiel auch ganz cool, weil da kann man gut mit Licht und Schatten noch arbeiten beim Fotografieren. Ich bin zwar nicht so der analoge Mensch, also ich mag es nicht so, Sachen wirklich auszuschneiden und damit zu probieren. Aber das ist anscheinend ein wichtiger Teil in der Uni. Das war in der Ausbildung gar nicht so. Naja, das hier auch easy, aber cool gemacht. Ja, und dann mache ich mir eine Pinnwand und speichere mir das alles. Und das ist quasi mein Moodboard, woran ich mich orientieren kann. Und dann, wenn ich später Papierschere hole, kann ich schon mal anfangen, wirklich was zu machen, wo ich schon eine Idee habe und bin ich total lost, was ich da gerade mache. Und das ist halt keine anstrengende Aufgabe. Man chillt auf Pinterest und liest sich das durch, aber im Endeffekt bringt es einen halt was. Oh Idee, es ist schon 11 Uhr, aber meine Vorlesung ist erst um 11:30 Uhr. Habe ich gerade erst gesehen. Ich habe gerade mir nochmal so einen Toast gemacht mit Räuchertofu. Ich glaube, das wird meine neue Obsession. Ich habe immer so eine Sache, die ich übel gerne esse. Und ich glaube, das wird sie. Und ich habe überlegt, dass ich mich jetzt einfach schon mal ein bisschen fertig mache, ein bisschen schminke. Ich nehme mich mal mit in mein Bad, aber da ist es halt immer so dunkel, weil hier kein... Guck mal einfach, hier ist kein Fenster drin. Das ist so furchtbar. Let's do this. Boah, sieht direkt scheiße aus, ich schwöre. Ich bin einfach so obsessed mit dieser getönten Tagescreme, weil die einfach so ein klares Hautbild macht. Die sieht voll dunkel aus, aber passt sich an deine Hautshade an. Und ich liebe die. Also ich habe mich noch nie so oft eingecremt, wie seit ich diese Creme habe. Es regnet draußen, es schneit draußen mir. Ja, mein Gesicht ist eingecremt. Kann ich das hier verteilen? Ich habe jetzt nur meine Lippen umrandet. Was man halt mit einem Lip Liner, denke ich, so macht. Ich bin übrigens nicht so, ne, alles was ich mache, ist so, ich probiere es halt aus. Dann nehme ich diesen Lippenstift und mache den so. So, und dann kommt noch das Finish mit dem Trend It Up Nude Lip Gloss. Den habe ich mir mal Englisch falsch gekauft, aber ich mache den jetzt so ein bisschen in das Innere von meiner Lippe. And that's it. Das ist eine sehr schöne Lip-Combo. In der Kamera sieht sie sehr rot aus. Das Spiegel ist eher so braun-glossy. Okay, die Kamera hat gar keinen Bock, mich hier zu fokussieren. That's it. Hier sieht man die Farbe von meinem Lippenstift besser. I like. Und inzwischen haben wir jetzt 7:45 Uhr. Danke dafür. Jetzt kann ich immer noch 20 Minuten warten, bis das endlich losgeht. Oh mein Gott, die Sonne scheint, aber es ist trotzdem voll kalt draußen. Ich werde mich jetzt noch umziehen, denn ich glaube, die Vorlesung geht nicht so lange, weil meistens gibt die uns Aufgaben, die wir dann in Eigenarbeit machen können. Und dann geht's ab in die Bücherei und ich glaube, ich mache heute noch Sport, weil ich muss Sport machen für meinen Nacken. Ja, das ist der Plan. Ich bin auf dem Weg in die Bücherei. Ich bin gleich dort. Bin mal gespannt, ob ich da jetzt noch ein Buch finde. Ich würde irgendwie auch gerne was lesen, was kein Roman ist, sondern so Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Oder halt irgendwie was, was so interessanter ist. Mal schauen, ob ich da was finde. Leute, es ist so verdammt kalt. Ich habe gerade die ganze Zeit auf der Couch gelegen. Ich war kurz davor, einen Nap zu machen, aber dann dachte ich mir so, das kann ich jetzt echt nicht bringen. Ich werde jetzt mich ein bisschen bewegen und ein bisschen Sport machen. Ich werde die Übungen machen, die ich bei der Physio gezeigt bekommen habe für meinen Nacken.
Also das war eigentlich für den ganzen Körper, vor allen Dingen auch für die Bauchmuskeln. Und das ist aber jetzt nicht so krass anstrengend. Also es geht, es ist nicht so ein krasses Workout. Aber bis ich alle Übungen durch habe, ist glaube ich trotzdem eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde rum. Ich werde das jetzt einfach mal testen. Ich habe mir das alles runtergeschrieben. Und ja, das mache ich auf jeden Fall jetzt. Und dann muss ich glaube ich die Küche aufräumen, weil, oh mein Gott, das sieht so schlimm aus. Ich habe gar keinen Bock, aber es muss gemacht werden. Ja, jetzt erstmal ein bisschen bewegen, ein bisschen Sport. Yes. Leute, ich war einfach joggen. Boah, ich bin so geschwitzt, ich bin so rot. Aber fühlt sich gut an. Gerade glühe ich, aber fühlt sich gut an, endlich mal wieder Sport gemacht zu haben. Auch wenn ich vielleicht glaube, dass es mit dem Joggen ein bisschen früher war, weil ich ja erkältet war. Aber das wird schon. Boah, aber es ist schon kühl draußen. Egal. Ich habe jetzt Sport gemacht, war joggen und jetzt räume ich die Küche gleich auf, wenn ich mich gerade kurz akklimatisiert habe. Ich habe mich jetzt fertig gemacht für ins Bett. Es ist zwar erst 8 Uhr, aber ich mag das, wenn ich dann schon alles vorbereitet habe, schon ready bin. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch YouTube schauen oder vielleicht eine Folge prominent getrennt. Ich habe das ganze Jahr kein Trash-TV geschaut, aber gerade bin ich wieder ein bisschen addicted. Naja, it is what it is. Also mal schauen, was ich schaue. Und ich hoffe, dir hat der Vlog gefallen, dass du Spaß hattest beim Zuschauen in meinem Day in Life und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.